Und da muss ich immer wieder rein. Um da die Materialproduktion immer wieder anzuschubsen, ne? Und neues Material zu besorgen. Ey, habe ich jetzt beide mit einem Mal gekriegt? Das ist ja mal Knorke. Das hat aber ordentlich geknallt. Das habe ich noch nie gehabt. So, ist hier noch was? Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen was angeregt. Jetzt wollen wir erstmal hier was. Kartoffeln oben, Karotten unten. Wasser geben brauche ich nicht. Das hat die ganze Nacht geplästert wie verrückt. Unten hört ihr schon, da läuft der Generator. Wir müssen ja Strom und Masse erzeugen, wenn wir das Windrad herstellen wollen. So, ich habe auch schon mal gerade nach der Falle geguckt. Da war kein Tierchen drin. Und ich habe... ja, wie gesagt, das Ding angemacht. Wie sieht's aus hier? Hat er schon was gebracht? Wir brauchen Strom und Masse. Wir wollen ja das Windrad machen. Und ich habe ja hier Plattform gebaut, also noch ein bisschen mehr Holz gemacht und so. Ich sehe gerade übrigens, dass man die jetzt stapeln kann. Das war ja früher nicht so, ne? Fange ich hier an oder anderen Seite? Ist eigentlich egal. So, siebener. Eins. Mach mal hin. Zwei. 3. Vier. Jetzt fehlen hier noch die zwei. Dann kann man einmal hier draußen rumlaufen. Da vorne wollten wir auch noch einen machen. Ich habe so das Gefühl, dass meine Tastatur, die ist von 1992, glaube ich, die alte Sherry, dass die so langsam jetzt Schwierigkeiten macht. Manchmal nimmt ihr das nicht an, wenn ich so, ne, Leertaste drücke. Ich bin so manchmal da hängen geblieben. Ja, irgendwann ist die beste Tastatur mal hinüber, ne? So. Ja, dann wollte ich mir ein bisschen was zu futtern. Nehmen wir uns Tomatskis. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja. Kriegen wir das voll? Oh, guck mal, einen Schluck trinken können wir noch. Und da wir ja jetzt noch nicht genug Masse und Strom haben, gehen wir eine Runde los, gehen ein bisschen Materialien holen. Große Ausflüge habe ich eigentlich für heute nicht geplant. So, Wasser brauchen wir, ne? Ja, gehen wir eben Wasser holen. So. Und dann gucken wir nochmal genau, was wir eigentlich brauchen. Hier. Tauschen. So. Also, wir brauchen für das Windrad 175 Masse und 600 Strom. Dann lassen wir den erstmal weiterlaufen, damit wir dann, wenn der die 100 erreicht hat, den Rest mit dem Generator machen. Jo, und es sind wieder gerade heute. Heute kam nämlich die letzte Folge raus. Und da sind wieder Kommentare gekommen. Ja, die Pistole ist doch nur Schrott, auch aufgewertet, bringt dir nix. Ja, die ist nicht so gut, aber in Verbindung mit einem armseligen 0815-Pfeil vom 0815-Bogen mache ich ja eigentlich ganz gute Arbeit mit den Wölfen, ne? Damit, würde ich sagen. Also von daher benutze ich die schon, aber die aufwerten ist wirklich also nicht unbedingt. Und die Patronen, die findet man immer. Na klar, die kann man natürlich auch schreddern. Gar keine Frage. Aber ich benutze die dann dafür ganz gerne, um eben Munition anzusparen. Weil irgendwann machen wir ja vielleicht auch mal die Banditen an. Dann braucht man natürlich auch Munition. Ganz klar. Aber so hat jeder so seine Vorgehensweise. Auch wieder mal wurde mir der erweiterte, der bessere Bogen ans Herz gelegt, aber ich bin da wahrscheinlich viel zu nervös. Weil wenn man einen aufgewerteten Bogen hat, wie heißt der nochmal, Compound oder so? Ich weiß es nicht. Und dann kann man mit zwei Schüssen so einen Wolf kriegen, mit zwei Treffern. Dann schießt man den mit dem Bogen an, da traue ich mir ohne weiteres zu. Obwohl man da ja nicht einfach draufhalten kann. Da muss man ja beim Bogen so ein bisschen die Entfernung abschießen, den ballistischen Bogen noch ein bisschen berechnen, drüber halten. Das gelingt mir eigentlich ganz gut mit dem einfachen Bogen. Nur kommt er dann auf einen zu und dann schreibt ja der User auch, dass man dann noch ein bisschen Zeit braucht, um wieder den neuen Pfeil anzulegen. Und derzeit wäre ich so nervös. Oh, mit einer Schusswaffe brauche ich die nur ziehen und einfach draufhalten. Das ist besser für mich. So, haben wir hier noch, können wir den noch hauen hier.
Heute gehen wir mal nicht zum Lithium. Das wird ja langsam auch ein bisschen fad, da immer hin zu marschieren. Und bevor ich da eine Base mache und danach bohre, würde ich wahrscheinlich erstmal gucken, dass wir hier genügend Stromerzeuger haben, um einen Kühlschrank betreiben zu können, ne? Da sind wir ja auch noch weit von weg. Guck mal, noch eine Kiste. So. Passt das Fleisch schon rein? Fast, ne? Warten wir noch einen Augenblick. Nur nicht vergessen, da liegt Schrott. Nicht wieder dran vorbeilaufen. Hat jemand mal geschrieben im Kommentar letztens so, hier in Minute sowieso bist du am Schrott vorbeigelaufen. Oh ja, das kommt bestimmt öfter vor. Das sieht man manchmal auch als Zuschauer besser als im Spiel. So, ich habe da drüben gerade einen Wolf gesehen. Ah, hier ist Erz. Da ist er, okay. So. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, Kalium, ne? Jupp. Und da vorne dürfte Eisen sein. So. Ja, heute ist der 19. Juli in der Realität. Wir haben ja im Spiel auch Juli. Wahrscheinlich früher im Juli. Und heute ist Bombenwetter auch in Kiel. Ich wollte eigentlich zum Strand fahren, aber dann hat eine Freundin angerufen, oh, kommst du zu uns zum Grillen heute Abend? Das ist auch so 35 Kilometer in die andere Richtung. Da lohnt sich das vorher nicht mehr. Also mache ich hier lieber meine Arbeit, die Folge, weil das heute Abend habe ich dann nämlich kaum Zeit für. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich nur eine Folge machen heute. Und dann geht's zum Grillen. So, da vorne sehe ich da was. Ah, hier haben wir nochmal Fasern. Also Ziel dieser Folge ist, das Windrad anstehen kriegen. Ob das klappt, ist fraglich, weil wir müssen echt einiges auch an Masse machen. Und ja, puh, schauen wir mal. Vorsicht, hier irgendwo ist ja der Kollege. Ich glaube, jetzt können wir das reinpacken, ne? Naja, komm hier. Essen wir das mal. Ja. Wird so gerade ganz voll. Das ist ganz gut abgepasst. Aber war das letzte Stück, was ich hatte, ne? Vielleicht kann ich ja noch ein bisschen Madenbäume hauen. Ich habe eine. Dann können wir nochmal wieder angeln, ne? Da braucht man auch Tauwerk für und dit und dit und dit und dit und dit. Wollte doch auch ein bisschen jagen. Hat das nicht beim letzten Mal gemacht, weil ich ja Stoff brauche, ne? Dann können wir uns den Kollegen nehmen. Ja, also so mache ich das ja immer mit dem Pfeil und Bogen. Ich gehe ein bisschen näher. Bleib mal stehen. Da muss ich ein bisschen drüber halten, wegen dem ballistischen Bogen. Und wenn ich den treffe, nehme ich die Pistole. Ja, mit 2, 3, 4 Schüssen, je nachdem. Immer nochmal einen mehr. Ist das eigentlich nicht das Problem. Und diese Kugeln für die Pistole findet man ja öfter mal auch in den Kisten. So dass ich eigentlich immer genügend dabei habe. Haben wir den Stoff gekriegt? Ja, siehst du, eins war nur. So, eben Hände waschen. Dann kann ich jetzt hier auch mal aufräumen. Wenn wir jetzt schon hier den Vogel abgeschossen haben, mal ein bisschen Holz hauen. Ich meine, das hätte ich in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen haue ich heute ein bisschen mehr. Es ist Juli und wir sollten gucken, dass wir das nutzen, in die Berge zu gehen, Obsidian zu holen und so. Aber das möchte ich da jetzt ganz gerne anschubsen. Da ist noch ein Hühnchen. Das brauchen wir nicht. Das wird erst interessant, wenn wir den Stall haben. Auch da sind wir auch noch weit von weg, ne? Ja. Ja, die haben das ja verschärft. Also man braucht mehr Ressourcen, um sich das Zeug zu bauen. Das ging ja vorher schon wirklich nicht so schnell. Aber jetzt geht das nochmal langsamer. Eigentlich ganz gut für Langzeitmotivation. Aber ich hatte schon mal gesagt, wenn es Leute gibt,
die da wirklich beruflich eingespannt sind, aber gerne mal spielen wollen, die wirklich nur so am Wochenende mal für 2, 3 Stunden spielen können, die haben eigentlich kaum eine Chance, das so richtig durchzuspielen und an die Wohnungseinrichtungen zu kommen, die jetzt neu sind, oder das Auto mal zu fahren. Also kaum, die müssten ja Jahre und Jahre und Jahre daran spielen. Deswegen wäre das gut, wenn man da so ein paar Einstellungen vornehmen kann. Dass jemand, der sagt, ich möchte das aber doch ein bisschen flotter haben, ne? Dass man da so eine Einstellung machen kann. Würde ich gar nicht machen. Ich finde das eigentlich soweit ganz gut. Wir haben ja Zeit. Die Staffel kann von mir aus bis zum jüngsten Tag gehen. Bis ich irgendwann nicht mehr kraucheln kann. Solange ich da noch Bock drauf habe. Ach, guck mal, ein Kaninchen drin. Schön. Du gibst mir doch Stoff, oder? Was, erstmal die auch noch? So. Schauen wir mal, wie weit das da ist mit unserer Energie. Kleinen Snack gibt es dann auch noch. Siehst du wohl. Erstmal schlachten. Töten. Schlachten. Da haben wir eine Leber und ein Häseli. Ach so, und dann gibt es auch schon wieder Fett. So. Und wieder dieses Ausgepacke. 2 Stück. Guck mal, 17. Es kommt. Oh, die Nägel sind ja fast alle gewesen. Habe ich noch irgendwo 300 Nägel? Nee, ne? Ich meine, ich hätte aber doch... Doch, da. Alles klar. Sonst wäre es ja wirklich... Ui. Knappelig. So, Holz. Ja, guck mal, da kommen wir auch langsam wieder. Hier machen wir erstmal nichts. Guck mal, der ist voll. Und der ist auch voll. Ja, dann. Los. Sieht gut aus. Das da, das da. Und den haben wir jetzt hier unten drin. Halbgar. Na, wir ein Momentchen warten noch. Jetzt sich auch schon einiges. Ach so, guck mal. Das habe ich noch nicht so richtig in meine Innereien. Da machen wir jetzt erstmal nichts. 2 Seile brauchen wir dafür, ne? Wir haben 1. Oh, da müssen wir noch ein Seil machen. So, der ist jetzt fertig. Dann müssen wir noch ein Seil machen. 1, 2, 3. War doch so, ne? Und 1, 2, 3. Machen wir eine Seil. So. Wie war das jetzt? Nochmal eben gucken. 2 Seile, 2 von den blauen. 6 Klebstoff. Da können wir dritteln. Also geht ja hier anders. 1, 2, 3. So. 6 Klebstoff. Und dann waren da 2 von den blauen Chips. Kartoffelchips in blau. Blaubeerkartoffelchips. Was war das noch? Ach ja, 10-mal Schrott. Den haben wir da. So. Und dann war das 175. Ja, das können wir abwarten. Und wir können noch eine Runde drehen. Ich wäre für Runde drehen. Wie sieht es denn mit dem Strom aus? Der ist schon wieder deutlich runter. Machen wir den nochmal an. Dann können wir gucken, hier, den können wir schon reinessen hier. Der muss noch warten. So. Muss ich jetzt nochmal einen Wolf schießen? Kann ich, ja. Dann haben wir nochmal was. Aber dann habe ich wieder Fleisch und dann wird mir das schlecht. Nee, warten wir damit. Dann gehen wir woanders raus. Ne, das muss man auch bedenken. Ich könnte mich ja jetzt mit dem Wolf anlegen da, aber wenn ich dann nachher... Was weiß ich, zum Abend hin die Leber verspachtel. Gut, wenn jetzt wieder eine Leber wäre, könnte man nochmal gucken, ob man vielleicht nochmal so ein Gegenmittel macht. Da gab es auch sehr sinnvolle Tipps auch dazu. Ich brauche zum Beispiel hier das Ding gar nicht mit. Sobald ich mir einen Stock machen kann, habe ich auch ganz schnell eine Krücke gemacht. Ja, klar, stimmt. Logisch, ne? Dann wäre da wieder ein Platz im Inventar, dass man sparen kann. Was war das noch, wo ich Platz sparen kann? Ach so. Die Pistole könnte man ja rauspacken.
Und das müsste ich auch nicht mitnehmen. Man würde ja immer nach Hause gehen können. Ja, gut, aber wenn man dann doch noch mal so ein Elch hat oder so, oder auf dem Nachhauseweg kriegt man da irgendwie Probleme mit einem Bär und man hat dann nur das halbe Leben. Das ist. Nee, du, da ich nehme lieber einen mit immer. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da hinten noch ein oder zwei von den Madenbäumen klöpfeln können, obwohl da immer gerne mal ein Bär rumlatscht. Aufgepasst und vorgemerkt. Obwohl, da sieht, da oben ist er, ja. Und hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Manchmal hört man den ja auch, anstatt man ihn sieht, ne? Sieht doch gut aus. Ja, dann machen wir noch ein paar Angelschnüren dann. Weil das ist immer gut. Gerade auch für den Winter wäre das ganz gut, wenn ich richtig, richtig, richtig viel Angelleinen schon mal vorbereite. Weil im Winter, wenn das dann so kalt ist, will man ja dann auch nicht so viel raus. Man kommt auch nicht so weit und friert immer gleich. Also mal gucken, ob wir da noch rankommen oder ob der Bär sich nähert. Ah. Müssen wir im Auge behalten, den Kameraden da. Oh, bleib da, bleib da. Ja, wir haben's. Da ist Kupfer. Aber hier holen wir uns erst die Zettel. Zettel habe ich jetzt gesagt. Die Blätter, die Zettel. Wie in 7 Days, Zettel. So. Ja, wir haben den Massegenerator und wir sollten jetzt nicht stundenlang hier rumlaufen. Ich sollte zu sich zurückkommen. Aber jetzt bin ich einmal hier. Jetzt will ich aber. Na, falsch. Jetzt will ich aber noch klopfen hier. Ich habe die 8 gedrückt. Zum Glück habe ich die volle Gesundheit, sodass das nicht ging. Die 8 ist meine freie Hand immer im 7 Days. Und da bin ich ja wirklich viel unterwegs. Da kommt jetzt auch bald noch eine Folge wieder. Die nächste, da werde ich wohl noch ein bisschen zeigen. Ich baue ja wieder so einen riesen Zombie-Schnetzler da. Das ist Riesenarbeit, ein riesen Bauwerk. Und da muss ich immer wieder rein, um da die Materialproduktion immer wieder anzuschubsen, ne? Und neues Material zu besorgen. Ey, habe ich jetzt beide mit einem Mal gekriegt? Das ist ja mal Knorke. Hat aber ordentlich geknallt. Das habe ich noch nie gehabt. So, ist hier noch was? Nochmal Lucky Lucky. Und dann ab nach Hause. Denke mal, dass das jetzt soweit ist mit unserer Masse. Dann mal gucken, ob wir genug Strom auch dabei haben. Aufpassen, wo das Bärchentier ist. Kennt ihr die Bärchentiere? Gibt's auch, ne? Die sind winzig klein. Bärchentiere. Haben wir denn an Holz? 19, 20, das ist ja gar nichts. Guck mal, dann haben wir hier noch drei Bäume eben. Oh, das ist ein Kartoffelchen. A Kartoffelche. Was haben wir gekriegt? Eine Kartoffel. So. Wie sieht's denn aus? Guck mal, dann können wir die gleich verschmackofazieren, aber das bringt fast nichts, ne? Ist eigentlich mehr was fürs Kochen. Schluck trinken könnten wir mal. Ist ja Sommer, da hat man auch mehr Durst. So.
Ist ja auch nichts für Vegetarier oder Tierliebhaber, das Spiel, ne? Aber hier muss man die Tiere jagen und töten. Sonst kommt man hier nicht weiter in dem Spiel. Aber ich denke mal, ein Vegetarier oder Veganer und Tierliebhaber, die also wirklich das selber so ablehnen, Tiere zu töten, zu essen oder sonst was, die können das spielen, weil hier ist das ja alles nur simuliert. Ja, ich kann hier 1000 Bären schießen. Das juckt in der Realität keinen einzigen Bären. Ist eine gute Alternative dazu für Leute, die sowas gerne machen oder jagen gerne würden, die aber vernünftigerweise darauf verzichten und dann so ein Spiel spielen. Ja, warum nicht, ne? So, können wir, passt hier rein? Ich warte noch einen Augenblick. So, erstmal den. Mal eben ausladen hier. Ach, guck mal, jetzt haben wir die noch. Die habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Oh, guck mal da, das sieht schon mal ganz gut aus. Ach, guck mal. Na bitte. Habe ich da nicht schon einen von? Ja. Ja, das ist doch schon gut. So langsam kriegen wir ein bisschen was an Vorrat hin. So, na, da warte ich noch mit. Dass ich wenigstens einen dann futtern kann. So. Das. Das. Jetzt gucken wir mal aber nach hier. Wie sieht's denn aus? Oh, die Masse ist voll. Ja, dann hat er da aufgehört, ne? Oh, ist er ganz voll gelaufen. Er hat ja sich auch abgeschaltet. Und wir brauchen aber jede Menge Strom. Wie viel war das? 750, ne? 600. Ja, dann mal gucken, dass hier genug Dünsten ist. Dann müssen wir das nochmal ein bisschen nachlegen. Ich möchte das schon gerne noch aufstellen heute. Mal gucken, ob das klappt. So. Zack. Eben Wasser holen. Wie spät ist denn das? Ach, das ist ja noch früh. Das soll doch mal klappen. Ne, wenn man nicht so eine große Runde geht, dann kommt mir irgendwie länger vor. Na gut. So. Schwupp. Dann können wir ja mal gucken, was haben wir denn oben? Wasser vielleicht nachkippen oben? Ah ja, nö, brauchen wir noch nicht. Ernten brauchen wir auch nichts. Was macht denn hier meine Baumwolle? Langsam, aber sicher. Ach so, hier haben wir noch einen frei. Pass mal auf, habe ich noch einen Tomatensamen unten? Ah ja, guck mal. Machen wir den doch gleich da rein, wo er hingehört. Na? Schwupp, ich müsste hier auch nochmal wieder einen hinstellen, der dann so für Baumwolle und so ist. Hier habe ich auch gesehen, hier habe ich jetzt viermal Kartoffeln, viermal Zwiebeln. Hier habe ich nochmal viermal Kartoffeln. Das ist ja Quatsch eigentlich. Dann würde ich sagen, das machen wir peu à peu komplett zu Karotten. Na, ich habe jetzt zwar nochmal hier Kartoffeln gesetzt, aber da die vier, das reicht erstmal. Die brauchen wir ja nicht so oft. Kartoffeln brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber Karotten brauche ich immer mal. Auch für die Falle, ne? So, was macht denn? Wie weit geht das denn vorwärts hier? Guck, aber 500 schon. Das wird noch. So, den können wir jetzt essen, bevor der uns vergammelt. Ah, ich hab's befürchtet. Ich hätte noch warten sollen. Ja, ja, nu. Ja, nu. Ich kann ja mal gucken, was hier in der Umgebung noch zu sammeln gibt. Vielleicht haben wir noch ein paar Muscheln oder so hier. Noch ist es hell, ne? Noch können wir das machen. Gehen wir noch ein bisschen schwimmen hier. Alle hopp. Plätsch. Ach, ist das schön erfrischend. Wollte ich heute real, ist, hat sich wieder nicht ergeben. Ach, Mann. Heute ist aber das Wetter mal passend. Wir haben echt schönes Wetter heute. 25 Grad, sonnig. Mein Gott, ich brauche eine Leber. Guck mal hier. Wupp, wupp, wupp. Weil das wird mir ja sonst auch nur schlecht. So, da drüben die Muschel können wir ja noch einsammeln, oder? Wenn hier kein Wolf oder so ist. Ich habe zwar ein bisschen geguckt, aber jetzt nicht so genau. Alles klärchen. Also wenn ich jetzt noch mehr von dem Seegras finde, dann gucke ich vielleicht, ob wir noch eine Leber kriegen, ne?
Warum nicht? Da hinten ist noch ein. Ist der Wolf weg? Der hat das geahnt. Oh je, die sammelt Gras. Hau lieber ab. Da ist jemand scharf auf meine Leber. Noch was? Nö. Doch, da ist ein Wolf. Da sind sogar zwei. Ja, zwei brauche ich nicht. Oh, das war jetzt... Ist immer blöd, wenn die von einem Hügel kommen und man steht so da drunter. So, wenn ich jetzt eine Leber kriege hier, weil das ist ja wahrscheinlich dann nicht der Fall. Natürlich nicht. Also. Ach Mann. Ja, dann hat sich das erledigt. Naja, komm. Gucken wir erstmal an unserem Windrad hier. Habe ich Stoff gekriegt? Ja, wenigstens das. Naja. Na, daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. So, schon mal zubereiten. Da. Der passt jetzt. Es fühlt sich so an, als würde der Balken langsamer zurückgehen. Kann das sein, dass da korrigiert wurde? Ich guck schon, wo ist denn das? Das kommt hier hin. 20, ist doch nicht schlecht. So, da ist... Ist soweit. Hier aufpassen. Das und das. Und... Bamsele. Oh, wieso nur eins? Da. Gott, oh Gott, ich dachte schon, was jetzt? Jetzt aber. Zack. Hurra. Das ist doch Knorke, oder? Gehen wir sofort aufstellen. Natürlich. Sobald das Fleisch gar ist. Du kannst erstmal Pause machen. Biodiesel kostet ja schließlich auch. Fertig. Da können wir ruhig schon mal hier reintun. Da bleibt sogar noch einer über. Guck. So. Da warten wir noch einen Augenblick mit dem Essen. Und jetzt stellen wir das Windrad auf. Tagesziel erreicht. Ja, erstmal hierhin kann man immer noch umstellen. Das kann man ja zum Glück immer machen, ne? Dass man das wieder wegstellt. Ja, jetzt müssen wir gucken hier. Das wäre natürlich auch gut, das aufzuwerten. Aber das ist alles teuer. Aber, na, wir sind auf dem Weg. Es tut sich langsam was. Ich denke mal, irgendwann, wir müssen gucken, dass wir 5 aufgewertete Windräder kriegen und 5 aufgewertete Solarzellen, dass wir dann den Kühlschrank betreiben können, den wir ja auch erstmal noch bauen müssen. Ja, wenn wir das vor dem Winter schaffen täten, das wäre gut, aber ich fürchte fast, das klappt nicht. Ja. Gut. Wie sieht's eigentlich hier aus? Wir haben ein Leben da drin. Wie viel Strom habe ich denn? Na, vielleicht machen wir da mal bald das zweite rein, weil ein ist ja ein bisschen wenig, ne? Wo passt der schon? Na, ich warte noch einen Augenblick. Ja, was mache ich denn jetzt noch hier mit dem Rest des Tages? Ist nicht mehr viel zu tun. Wollen wir nochmal einmal vorne nach der Falle gucken, ob da was drin ist? Tatsächlich. Ahinche! Noch ist beködert. Die gehen auch da rein, ne? Aber die werden... Nee, gehen nicht. Aber die werden ja dann da drin auch schlecht. Aber habt ihr gesehen, wie lange die sich halten da? Die Möhren? Guck mal, gerade gespawnt.
jetzt noch so eine Plastikwasserflasche hätte, hätte ich auch was für die Blaubeeren. Es ist ätzend, ohne Kühlschrank geht einem alles kaputt. Man hat nie Vorräte. Außer das, was man oben in den Kübeln am Wachsen hat. Solange man das da stehen lässt. Das ist ja gut, dass das nicht vergammelt, ne? Das könnte der ja noch auch einbringen, dass das in einer gewissen Zeit geerntet werden muss. Ansonsten verdortert oder so. Das wäre richtig, richtig gemein. Dann wird das richtig schwer. Seven Days ist ja auch jetzt mit der Version 1.0 deutlich angezogen. Guck mal, da ist auch nochmal was, ne? Gleich knurrt, weil da oben einer auf dem Berg steht, oder? Nö. Naja, jetzt wird's auch dunkel. Kann man die sammeln? Oder sind das Knister, Leute? Das sind diese Knistersträucher. Ich werde jetzt ewig verarscht, ey. Habt ihr das auch oder seht ihr das immer sofort auf den ersten Blick, ob das Blätter sind, die man pflücken kann oder Knistersträucher? Manchmal sieht man das, aber manchmal auch nicht so wirklich. Meine ich immer. So. Jetzt passt er rein, ne? So. Gucken. Ja, wunderbar. Gut abgepasst. Das. Da ist auch schon wieder einiges. Den. Ja, die Frage ist jetzt, vergammeln lassen oder braten? Entscheiden wir beim nächsten Mal, denn jetzt machen wir Schicht hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann, ja, dann machen wir weiter. Bis dann, bye bye, tschüssi.